Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 10. April 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute mit den Konstellationen vom Freitag und den Aussichten zum Wochenende. An wichtigen astrologischen Konstellationen jetzt am Wochenende haben wir den Wechsel der Venus vom Stier in den Zwilling, was am Sonnabendnachmittag passieren wird. Venus hat ja in der Astrologie verschiedene Bedeutungen, so wie das eigentlich ja alle Planeten haben. Die Venus steht einerseits für Beziehung, ist der Planet der Liebe. Das bedeutet, mit Venus im Zwilling kommen hier in unsere Beziehung kommt eine andere Lockerheit hinein. Eine größere Zerstreutheit, auch eine gewisse Oberflächlichkeit. Venus hat aber auch damit zu tun, was wir mögen. Und mit Venus in den Zwillingen ist der Bereich der Kommunikation groß geschrieben. Alles, was mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort zu tun hat. Wir teilen uns gerne mit. Wir lassen andere gerne an unseren Gedanken teilhaben. Erotik und Beziehung entsteht sehr viel im Kopf. Und es ist dann oft die Frage, ob das, was im Kopf angeregt wurde, auch tragfähig ist dann für ein konkretes Leben. Der Zwilling ist hier ein relativ lockeres Zeichen, sodass hier Venus im Zwilling auch eine gewisse Lockerheit hat. Allerdings muss sie erst über die Opposition mit Saturn rüber, ein Aspekt, der am Mittwoch ist. Bis dahin kann es auch in gewisser Weise eine gewisse Härte sein. Es kann uns schwerfallen, vielleicht bestimmte Dinge zu formulieren. Andererseits ist es aber auch gut möglich, dass Venus im Zwilling Opposition Saturn uns auch dazu animiert, bestimmte Dinge festzuhalten, konkrete Skripts oder Strukturen zu errichten, Dinge zu planen. Dafür ist diese Zeit sehr, sehr gut. Der Mond ist heute am Freitag noch im Zeichen Schütze. Damit ist eine gewisse Offenheit, eine gewisse Weite gegeben. Und dieser Mond wechselt aber heute Nachmittag um 14:48 Uhr in den Steinbock. Das heißt, so zwischen 14 und 15:30 Uhr ist der Mond so zwischen den Zeichen. Im Steinbock bleibt dann der Mond das ganze Wochenende. Erst am Sonntagabend um 19:45 Uhr geht's in den Wassermann. Mond im Steinbock ist eine engere Stellung als im Schützen. Hier geht es um das Wesentliche, hier geht es um Strukturen. Das heißt, das Wochenende könnte auch dazu geeignet sein, Dinge aufzuarbeiten, die wir haben lange liegen lassen, uns um vielleicht bestimmte wesentliche Punkte zu kümmern, auch sozusagen bei uns zu sein, also auch die Einsamkeit mal zu suchen. Auf der anderen Seite haben wir hier diese Widdergeschichten und den Übergang der Venus. Also es ist so ein bisschen ein Hin und Her zwischen dem Wunsch vielleicht für sich zu sein, dem eigenen inneren Licht auf die Spur zu kommen und dann wieder in Gesellschaft sein zu wollen, etwas unternehmen zu wollen. Am besten dosieren wir diese Energien so, dass es für uns richtig ist. Am Sonnabend wird dann der Mond aus dem Steinbock nochmals Uranus und Pluto aktivieren. Das heißt, da können nochmal Gefühle auftauchen oder Stimmungen, die wir aus den letzten Tagen und Wochen gut kennen, aber das nur ein Aufblitzen dessen. Dann am Sonntagabend der Wechsel in den Wassermann. Da ist zwischen 19:15 Uhr und 20:15 Uhr der Mond wieder zwischen den Zeichen. Dann am Abend Mond im Wassermann, was eigentlich von der Energie her gar nicht so in diesen geruhsamen Sonntag passt, sondern da ist eigentlich so eine gewisse Aufregung wieder da, eine gewisse Unruhe. Der Sonntagabend eigentlich auch der beste Tag, um was zu unternehmen oder sich unter Leute zu begeben, sich mit Freunden oder Gleichgesinnten zu treffen. Mit dem Mond im Wassermann beginnt dann auch am Montag die neue Woche. Und was in dieser neuen Woche astrologisch und so passiert, bespreche ich dann nächste Woche Montag. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende. Nutzen wir die Zeit. Ich sage Tschüss, alles Liebe und bis dann.